Ein Dorf wie auf einem alten Gemälde. Gras statt Asphalt, Vorgärten statt Parkuhren. Es ist ruhig im Dorf, 200 Meter weiter donnert der Verkehr durchs Inntal. Eine weise Tiroler Landesregierung hat hier schon im 19. Jahrhundert eine Umgehungsstraße gebaut. Die meisten Umgehungsstraßen kommen zu spät, wenn das Ortsbild schon verdorben ist, verbreitert, planiert, begradigt. Diese Straße also blieb erhalten. Ein bescheidener, schmaler Weg und doch eine der ältesten und berühmtesten Straßen Europas. Die Straße aus dem oberen Inntal hinauf zum Fernpass, 2000 Jahre lang die wichtigste Straße über die Alpen. Wir suchen die Spuren einer alten Straße, einer antiken Straße. Römerstraße, sagen sie im Dorf, aber es fragt selten ein Fremder danach. Es ist die berühmte Via Claudia Augusta, die Straße von Rom nach Augsburg. Wir sind hier 20 Kilometer hinter Innsbruck, den Inn aufwärts gefahren. Wir sind nicht bei Zirl abgebogen, den Zirler Berg hinauf, nach Seefeld, Mittenwald und Garmisch, die untere Straße, wie sie früher sagten, sondern das Inntal weiter hinauf in Richtung Telfs, Nassereit, die obere Straße. Typisch ist, dass die alte Straße im Hang verläuft. Alle Altstraßen meiden die feuchten Flussniederungen. Erst seit dem 19. Jahrhundert der Inn reguliert wurde, war das Tal vor den alljährlichen Überschwemmungen im Sommer sicher. Und erst dann konnte die moderne Straße die bequemere Route in der Ebene nehmen. Hinter Telfs steigt die Straße hinauf auf das sogenannte Mieminger Plateau. Das ist ein breiter Panzer aus mächtigen Schuttmassen, die das gewaltige Trogtal des Inngletschers halb zugeschüttet haben. Wir sind in einer Eiszeitlandschaft. Der Inngletscher und seine Seitenarme haben die Gebirgskämme so ausgehobelt und abgeflacht, dass hier auf engstem Raum die niedrigsten und bequemsten Übergänge über die Zentralalpen beisammen liegen. Brennerpass und Reschenpass nach Süden, Kufstein, Aachenpass, Zirlerberg und Fernpass nach Norden. Diese besondere geografische Situation ist das Schicksal Tirols geworden. Es ist das klassische Durchzugsland von Norden nach Süden, das unumgängliche Bindeglied zwischen Deutschland und Italien. Seine Straßen und Pässe haben Tirol reich gemacht, finanziell und kulturell. Sie haben es aber auch verstrickt in jede kriegerische Auseinandersetzung seiner Nachbarn. Und so beginnt die Geschichte des Straßenbaus in Tirol mit dem Überfall der Römer auf die Germanen 15 nach Christus. Die ersten Kunststraßen waren Militärstraßen, Nachschublinien von Soldaten gebaut. Bei Obsteig, über einer tief eingekerbten Schlucht, sitzt die Burg Klamm, eine der vielen Tiroler Burgen, die die alten Straßen an strategisch günstigen Punkten bewachen. Danach steigt die Straße bei Holzleiten wieder von den Schuttmassen des Mieminger Plateaus in das Gurgeltal nach Nassereit herunter. Obsteig, Gasteig, Leiten, das sind alte bayerische Ortsnamen, die eine Straße verraten, eine Straße, die einen Hang herunterzieht. Bis vor kurzem fuhr man noch die gepflasterte alte Chaussee in der Schlucht herunter, eine Biedermeierstraße, die über der römischen Straße liegt. Hier war kein Platz für Variationen. Jetzt hat eine offensichtlich mit viel Geld ausgestattete Straßenbaubehörde dieses klassische Beispiel eines barbarischen modernen Straßenbaus im Gebirge aufgetürmt. Hier hat sich nicht die Straße der Landschaft angepasst, sondern diesem Hang wurde ein technokratisches Konzept aufgezwungen,
Man ist hier mit der Natur umgegangen wie mit einer Abraumhalde aus Industrieschutt. Das Gurgeltal ist ein sehr merkwürdiges Tal. Es ist breit, wieder ein eiszeitliches Trogtal und könnte Platz für einen mächtigen Fluss bieten, aber es rinnt nur ein dünnes Rinnsal von Nassereit nach Imst hinunter. Diesen Weg wählten die Römer als ersten Alpenübergang, nämlich vom heutigen Bozen aus den Reschenpass hinauf nach Landeck und Imst. Erst später gingen sie von Bozen nach Norden über den Brenner und das heutige Innsbruck, die untere Straße. Bei Nassereit trafen sich obere und untere Straße. Hier beginnt der eigentliche Anstieg zum Fernpass. Nassereit ist die letzte größere Siedlung davor, eine Straße voller Wirtshäuser und Stallungen. Hier lebten sie alle vom Pass und seinen Schwierigkeiten. Hier warteten die Schmiede und Wagner auf gebrochene Räder und Achsen und verlorene Hufeisen. Die Schuster flickten durchgelaufene Schuhsohlen, die Bauern lieferten Hafer und Heu für die Pferde und stellten selbst die Pferde für den nötigen Pferdewechsel. Vor allem im Mittelalter, als der Orienthandel zwischen Venedig und Augsburg und den Niederlanden blühte und als um 1500 die erste internationale Poststrecke von Innsbruck nach den niederländischen Provinzen der Habsburger hier durchführte, da wurden die Wirte reich. Der Gasthof Post neben der Kirche ist heute noch das größte Gebäude des Dorfes. Und in der Post treffen wir auch einen, der die große Zeit von Nassereit noch am letzten Zipfel miterlebt hat. Wie viele Ross waren denn dann da eigentlich immer da herum? Ah, ja, keine Ahnung. Die Herr, ja, wie viel? Das ist der Kasus. Wie viele Pferdl waren denn da immer herum? Was? Wie viele Rösser waren denn da früher dann da? Bei der Post auch? Ja. Ungefähr 40. 40 Rösser da, den großen Staudel. 40 Pferde hat man gehabt, die meisten zum Fuhrwerk. Und sechs oder acht haben nur die für den Postbau gekehrt. Wenn man noch mit der Post gefahren ist, mit der Rost, mit den Pferden. Da hat man, das waren immer vier Pferde, hat man angespannt in der Post. Nach Imst und nachher noch über den Fernpass bis Lermoos. Das ist der Postwagen gewesen. Und da der Besitzer da in der Post, das war der Postmeister, ist ein Kaiserlicher gewesen. Und nachher, und die Poster, die haben eine eigene Uniform gehabt, einen Hut mit einem Rosswurf, rückwärts hauchen und sehr lange Stulpstiefel. Und eine gelbe Hose. Also sind die und ein schwarzer Wrack mit so roten Aufschlag drauf. Ja, das waren die Poster, das ist ein Kaiserlicher gewesen. Und wie oft sind die gefahren? Was? Wie oft sind die gefahren in der Woche? Ja, die sind jeden Tag gefahren. In der Nacht und beim Tag. Die Fucht waren gegangen, der Postauto oder der Postwagen. Von Lermes nach Nassereit, von Nassereit wieder nach Imst und von Imst und wieder von Nassereit nach Memming. Mhm. Aber das alles nur im Sommer gefahren, im Winter. Aber der Postwagen Lermes Nassereit Imst, der war laufend jeden Tag. Auch im Winter? Im Winter, Winter und Sommer gleich. Das waren ja noble Leute, die Kutsche. Ja, das hat gehört für gute Leute. Und wenn ganz gute gekommen sind, hohe, dann hat der Poster schon da oben angefangen blasen mit dem Herrle. Dann hat der Postmeister da schon gewusst. Aha, jetzt kommen bessere. Dann hat er sich in Uniform angelegt und mit der Kappe auf.
Na, wenn sie es nicht ausführen, dann ist der Hausknecht gekommen mit weißen Fürchtigungen, gleich Kapple. Hat man sich auch verneigt. Wenn die hohen Herren gekommen sind, da ist aber gleich wendlich, als wir gleich jünger kommen. Für die hohen Personen ist aber keine Vieren eingehocken. Ja, ja. Und wenn man dann so Kinder gewusst, nachher, ein Plaster. Dann sind wir wieder gesprungen und daher gesprungen, schauen, was wir aussteigen. Und wer war das dann? Was waren das für Leute? Ja, das sind, meinetwegen, wer vermittelt hat, hat keinen anderen. Das sind gewöhnlich Staatliche gewesen. So hohe Personen. Selten sind es gewesen. Die gewöhnlichen Bauern sind mit dem Postwagen nicht gefahren. Und da wurde der Post ruhig geblasst haben. Ja, nun, die, die sich's nicht haben leisten können, sind die dann zu Fuß über den Pass gegangen? Was? Die, die sich's nicht haben leisten können, die sind zu Fuß über den Pass. Ja, die sind zu Fuß gekommen, die Leute her. Da sind ja einmal im Sommer 100 und 200 Gäste haben noch gegessen da. Da draußen in Garten und da in der Gaststube. Ja, die sind zu gut. Und von da weg sind sie nachher mit dem Stellwagen nach Ems gefahren. Da hat man seine Stillwagen da gewusst und der Besitzer hat die Pferde gehört. Da sind sie da eingestiegen und sind nach ihm den Bahnhof gefahren. Und von dort, wo sie Pitztal, Letztal oder wo sie nachher hin sind. Ja. Aber die haben einen Rucksack getragen. Die Fremden, was da jetzt mal kommen, sind Rucksack und sind in einem Berg stecken. Ja. Heute haben Fernstraßen in Dörfern etwas Abweisendes, Feindliches. Sie sind laut, schnell und gefährlich. Und für die meisten ist nur noch die Tankstelle ein Grund, hier zu halten. Wenn man diese 70 Jahre alten Fotografien ansieht, bekommt man noch eine Ahnung von dem, was Straße einmal war. Begegnung, Gespräch, Erfahrung, Kontakt. Man begreift, warum man sich danach gedrängt hat, an der Straße zu leben. Denn hier kamen Nachrichten vorbei, neue Gesichter, neue Moden, neue Märchen, Zahlen und Heiligenlegenden, Fremdwörter, Kunststile, neue Melodien, neue Rezepte, nie gerochene Gewürze und nie gesehene Blumen. Seide, Weihrauch, wunderbare Salben, Arzneien und Farben aus dem Orient, und Kriege und Seuchen. Hier mussten sie alle durch, die Landsknechte, Krämer und Kaiser, Mönche, Pilger und Künstler, freche Gaukler und Quacksalber und das Heer der zerlumpten Bettler. Obere und untere Straße. Durch das neue Monsterprojekt ist die Abzweigung heute weit außerhalb vor Nassereit verlegt. Der Grundriss des Dorfes zeigt aber noch den uralten Verlauf der beiden Straßen seit römischer Zeit. Eine Weggabel zu einem dreieckigen Platz vergrößert. Hier musste sich, wer von Norden kam, entscheiden, ob er über die obere oder die untere Straße nach Italien wollte, über Reschenpass oder über den Brenner. Zum Fernpass hinauf gehen die alte und die neue Straße wieder getrennte Wege. Die römischen Straßen waren auch in den eroberten Provinzen so gut ausgebaut, dass noch bis ins Mittelalter hinein Händler und Truppen sie benutzten, abnutzten bis zur Unkenntlichkeit, denn über die Reparaturen konnte man sich vor lauter Privilegien und Sondergrenzen und Freiheiten nicht einigen. Straßenbau ist eine Sache der Organisation und der festen Hand. Die besten Straßen bauten immer Militärdiktaturen. Denn gute Straßen sind der verlängerte Arm der Macht. In den mehr oder weniger schlampigen bis verwahrlosten Fernstraßen des Mittelalters spiegelt sich auch die zersplitterte Ohnmacht des deutschen Kaisers. Nur wo Geld zu verdienen war, Steuern, Maut, Abgaben zu erheben, wo ein Fürstenland groß und rund
und reich genug war, dass es auch Feinde zu fürchten hatte, da geschah etwas. Das Land Tirol war so eine Ausnahme. Und so wurde an der Fernpassstraße immer wieder gebaut, im 14., 15. und im 16. und im 19. Jahrhundert, aus strategischen, aber auch aus verkehrstechnischen Gründen. Seit Tirol aus dem schwäbischen Erbe der Hohenstaufen, das außer Fern übernommen hatte, das Land draußen vor dem Fernpass, von der Residenz Innsbruck aus gesehen, bis Reute und Füssen hinaus, bauten die Innsbrucker Landesfürsten ein ganzes System von Klausen, Burgen und Festungen, um die neuen Grenzen zu sichern. Burg Fernstein verteidigt die Talenge am Fernsteiner See unter dem Pass. Aus strategischen Gründen wurde die Straße durch die Burg hindurchgeführt. Der Burgherr war für die Sicherheit von Handel und Verkehr verantwortlich und für den tadellosen Zustand der gefährlichen Bergstrecke. An der Zollklause beim ersten Tor hatte der reisende Kaufmann dafür eine Maut zu berappen. Hinter dem Tor stand dann zum Trost die Wirtstaverne. Von nun an heißt die Landschaft um den Fernpass Zwischentoren, denn draußen vor Reute stand die Feste Ehrenberg, die den Pass von der Nordseite her abschloss. An keiner anderen Altstraße haben sich so viele kulturhistorisch wichtige Details erhalten aus zwei Jahrtausenden Verkehrsgeschichte. Vieles sieht immer noch so aus, wie es die staunenden Maler der Romantik festgehalten haben. Aus einem einfachen, glücklichen Umstand. Die Straßenbauer mussten sich immer wieder neuen Entwicklungen im Verkehrswesen anpassen. Vom zweirädrigen Karren bis zum immer schwereren, längeren, mehrspännigen Fuhrwerk, von der Eilkutsche zum K&K-Postomnibus und zur schweren Maybach-Reiselimousine. Und immer mussten in dem schwierigen Gelände neue Trassen für die neuen Bedingungen gesucht werden. Und glücklicherweise hat man sich nie die Mühe gemacht, die alten, überholten Wege zu vernichten. Heute sieht man bei Schloss Fernstein drei Straßen. Die römische, ein markierter Wanderweg, geht an Bach und See entlang, in der Talmitte, an Bauernhaus und Kapelle vorbei, unter der Brücke hindurch. Die mittelalterliche Fernstraße bleibt am östlichen Hang, an der Burg. Die heutige Autostraße, auch schon eine ehrwürdige Straße aus der späten Biedermeierzeit, überquert auf einer doppelbogigen Steinbrücke den Taleinschnitt. Die Landschaft hat mit ihren spitzen Kegeln, den bizarr geformten Seen, den Türmen und Mauern etwas durchaus Gotisches. Man meint, sie auf den goldbelegten Hintergründen gotischer Tafelbilder wiederzuerkennen. In einer Art von früher Naturromantik hat Erzherzog Siegmund, nicht umsonst der Münzreiche genannt, ein kunstsinniger, verschwenderischer Herr, auf dem fast ganz vom Wasser umschlossenen Seebühl im Fernsteiner See für sich und seine Gemahlinnen ein Lustschloss errichtet, Schloss Siegmundsburg. Mit den feinen, hochgezogenen vier Erkern an den Ecken muss die Burg wie eine Monstranz, wie ein Gral über dem Wasser geschwebt sein. Es ist kein Wunder, dass der märchenäugige Superromantiker Ludwig II. Von Bayern sich in die Ruine vernarrte und sie wieder aufbauen wollte.
Wisst ihr da eigentlich noch Geschichten vom König Ludwig, wie der da war? Der war ja sehr oft da. Ja, bei allen Mondscheinsnächten ist er gekommen. Und allemal hat er ein paar Ross gebraucht. Warum? Ja, weil er sie nicht so hingeritten hat, dass sie alle Dämpfe waren. Ja, Mist, ja. Ja, das ist Wahrheit, das erzählt Leute. Ich weiß es zwar nicht mehr, dass er gekommen ist. Ein großer Mann sei es halt gewesen und der hat gerne fertig nur gekauft, die Ruine, die im Bicheldienst steht. Aber leider Gott, die Gemeinde hatten sie nicht gegeben. Wenn wir heute auch das Ding hatten, hat man auch Linderhof. Weil der hat nur seine Sachen gewählt, ruhig und der See drumherum. Das hat den gefallen. Und kommen nicht dort, aber quasi mein Vater hat aber erzählt, wenn der Mannchen keine hat, ist der Bach keine gekommen. Ja. Wenn man eine Fernstunde kommt, da steht beim See drum, da stehen die fünf so dicke Wirte. Beim See, da sei er halb drinnen geguckt, dazwischen. Den heißt Heino die Königswirte. Ja, das ist von König Ludwig. Ja. Der Ludwig. Und wenn es ein hättes Schloss gäbe, weil dazumal ist auf den Schloss noch der Lachstuhl drauf gewesen. Ist nicht so zusammengefallen gewesen wie heute. Und das hätte er ausgebaut, also dann hätten wir ohne Linderhof da. Oder Hohenschwangau. Und das hatten die Gemeinde nicht gegeben. Da quasi, das ist mir noch ein bisschen, ist mir noch nicht so gut fein gewesen miteinander. Der hat noch hergestunken von einer Jahr. Ja? Da hat's noch hergestunken vom Neunerjahr, sagt unser Gewehrsmann. Die Kriegsgeräuel der Bayern 1809 und der Märtyrer Andreas Hofer waren damals noch längst nicht vergessen. Jetzt verläuft unten die langsam steigende neue Straße von 1854 und hier oben im Hang die alte, die wir bei Burg Fernstein verlassen haben. Im 13. und 14. Jahrhundert stand der Handel zwischen Venedig, dem Hafen und Stapelplatz der Orientwaren, und der Reichsstadt Augsburg, dem Rheinland und den Niederlanden in höchster Blüte. Dazu kam, dass das Haller Salz ins Bodenseegebiet, in die Schweiz und zu den österreichischen Vorlanden ausschließlich über den Fernpass transportiert wurde. Vor allem durch die großen Salzscheiben und die Fässer mit Südtiroler Wein wurden die Fuhrwerke immer schwerer und größer. Endlich reichte die steile römische Schmalspur nicht mehr aus und man entschloss sich unter Erzherzog Ferdinand 1543 eine völlig neue, breitere Fernstraße zu bauen. Man wählte eine neue Trasse am westlichen Hang der Römerstraße gerade gegenüber. Mit ihren hohen Stützmauern und den gemauerten Bogenbrücken, die für die neuen Ansprüche nötig waren, ist diese mittelalterliche Passstraße ein technisches Meisterwerk. Die Strecke hinter Burg Fernstein ist fast durchweg in Steinmetzarbeit aus dem Felsen herausgeschlagen. Manchmal sieht man noch die Spuren der Meißel. Man weiß nicht, wie viele Arbeiter damals dabei waren. Es kann aber gut sein, dass viele von ihnen Bergleute waren. Denn in den Hängen um den Fernpass wurde damals Blei und Zink gefördert. Oben in der Wand eine Nische. Hier war, lesbar nur für vornehme Personen, die zu Pferde oder in der Kutsche saßen,
eine Bronzetafel angebracht. Sie ist heute im Innsbrucker Museum Ferdinandeum. Auch wieder ein einmaliges Dokument früher Verkehrsgeschichte. Stolz und nicht ohne eine kleine persönliche Eitelkeit verkündet hier ein Herr von Thun, damals Pfleger auf Schloss Fernstein, dass Kaiser Karl V. und Erzherzog Ferdinand die Straße dem gemeinen Nutz zu Gurt von Neuem haben machen lassen, 1543. Und so einen Frachtverkehr hat's denn noch zu Ihrer Zeit gegeben? Der Frachtverkehr ist bis ob ist zu der Zeit gegangen, bis die Mittewald auf Bahnlau gegangen ist, von Innsbruck Mittewald, Scharnitz, Garmisch. Und noch, wie die da gegangen ist, dann hat der Verkehr mit den Pferden da umgekehrt. Dann hat sie der Ruf verkauft. Seine Russen hat man sie nicht mehr gebraucht. Das ist das Vorwerk gewesen, nur auf der alten Straße und auf der neuen Straße. Und da hat man, wenn zum meisten, wenn ganz schwere Vorwerker gekommen sind, hat man 10 Pferde angespannt. Da hat man alle Fahrer und umgekommen, da im Platz da. Hat man alle wieder da abgebaut, hat man wieder alle Ketten und das hat man müssen kennen. Die 10 Pferde waren an, sonst sind sie gewesen mit 6 Pferden und 8 Pferden gewesen. Aber wenn es ganz schwer gewesen ist, hat man bis zu 10 hat man können anhängen. Dass man da können bei der Riedung mit umfahren. Und das ist davon schnell gegangen. Die Russen haben so weit gelernt gewesen. Der erste Fuhrmann, wo die Deichselrussen sind gewesen, das sind die stärksten gewesen. Und da hat er mit der Peitsche einen Schnaller gehabt und bei jedem Paar ist ein Vormann gestanden. Und er war auf den Schnall, aber sämtliche Russen mal anzogen. Ja, das sind Lehren der Russen gewesen. Da ist es von uns und anderen alle Jahre gleich vorgekommen. Ja, so ist es da gewesen. Und wenn der Schneepflug gefahren ist, im Winter, das hat man auch so circa 8 Russ bis zu 10 Russen gespannt, aber vom Fernpass aufwärts. Und das ist der, auf der Leitle, das ist der Fuhrmann auf den Russ geguckt. Weil lieber drei können zu erwarten, wenn so viel Schnee hat. So jetzt. Ja, das war auf der Altstraße. Wenn man in der Altstraße hinaufgeht, dann sieht man noch die Radspuren im Felsen, bis es ausschlippen hat. Bergab wurden eiserne Bremskufen unter die Räder geworfen und Bremsstangen zwischen die Speichen gesteckt. Die Fahrgäste mussten an besonders schwierigen Passagen aussteigen und unter Flüchen und Kommandos, schnaubenden Rössern mit ausrutschenden Hufen und quietschenden Rädern ging es hinunter. Es sind manche abgestürzt. An ein Holzfuhrwerk bei Fernstein um 1900 herum erinnert man sich noch. Und dass 1854 der König von Sachsen in der Gegend umgekommen ist. Der Postillon hatte sich nicht getraut, die hohen Herren, man war zu dritt, zum Aussteigen zu bitten. Der Wagen neigte sich zur Seite. Anstatt sitzen zu bleiben, erhob sich der wohlbeleibte Monarch vor Schreck, taumelte und fiel unter die Pferdehufe. Die kunstvolle Fernstraße aus der Renaissance ist in einem bejammernswerten Zustand, dem Verfall preisgegeben. Die Stützmauern bröckeln ab, ein Brückengewölbe hat man zerschlagen. Jedes Jahr nimmt der Schnee ein Stück der Straße mit. Anders als in angelsächsischen Ländern hat man in der Bundesrepublik genauso wie in Österreich für Denkmäler der Technik noch keinerlei Geld und Interesse. Die Biedermeierstraße von 1854, die neue Straße, wie sie immer noch heißt, ist bereits von Ingenieuren gebaut, die vom Eisenbahnbau gelernt hatten. Gleichmäßige, geringe Steigung, dafür viele Kehren und Haarnadelkurven. Die römische Straße
läuft direkt, genau hier unter uns durch den Wald, auf kürzestem Weg, bergauf, bergab, kümmert sich nicht um Steigungen. Sie wurde fast ausschließlich zu Fuß oder mit Saumpferden begangen. Höchstens, dass einmal einachsige Karren auf ihr fuhren. Die alte Straße von 1543 ist bereits für schwere Fuhrwerke gebaut. Aber Umwege machen, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, so viel Aufwand trieb man damals noch nicht. Wichtig war, dass die Straße an sonnigen Hängen, die früh schneefrei waren, entlang führte. Der Pass kommt in Sicht. Als erstes empfängt eine kleine Wallfahrtskapelle den Wanderer. Sie ist, wie könnte es anders sein, den 14 Nothelfern gewidmet. Da hatte der mittelalterliche Gläubige alle Schutzpatrone beisammen, die er auf Reisen brauchte. Gegen Unfall und plötzlichen Tod, gegen Krankheit und Viehseuche, gegen Diebe und Mörder, gegen Kriegsausbruch, Feuer und schlechtes Wetter. Danach, an dem kleinen schönen Erker, hatte er wieder Maut zu bezahlen und dann stand da wieder das Gasthaus. Heute ist es hier still. Die neue Straße kommt von Osten herauf. An ihr liegt das neue Gasthaus. Meter. Wer mit dem Auto herauffährt, bemerkt den Fernpass kaum. So sanft sind die Steigungen. Und manche finden das aufregende Wort Fernpass etwas zu hoch gestapelt. Sonst sieht es aus wie auf jedem Pass. Tankstelle, Souvenirshop, Parkplätze, Hotel, Straßenmeisterei, Schneepflug, Kehrmaschine. Die Alpenpässe haben ihre Schrecken verloren. Wenn er wirklich einmal für wenige Stunden zugeschneit sein sollte, stoßen Autofahrer wüste Flüche aus. Einige Erinnerungsfotos aus der Geschichte des Fernpasshotels. Bescheidenes Gasthaus mit Pferdewechsel, noch ganz Biedermeier K&K-Poststation. Damals war der Fuhrwerksverkehr am Ende. Die Eisenbahn Innsbruck-Mittenwald hatte allen Verkehr an sich gezogen. Das Auto und Postomnibus brachten wieder neue Kundschaft, die Touristen. Und dann die sinnlose Katastrophe. 29. April bis 2. Mai 1945, Kampf um den Fernpass. Nachdem die endlosen Kolonnen der fliehenden Wehrmacht und die Luxuslimousinen der Parteifunktionäre den Fernpass passiert hatten, baute hier ein Häuflein von versprengten jungen Offizieren aus der Führerreserve mit einigen Panzerfäusten, Flachs und Maschinengewehren eine Alpenfestung auf. Ohne Winterkleidung, ohne warme Verpflegung, ohne Funkgeräte, ohne Geländekenntnis. Bei Nebel und Neuschnee keine Kampfsoldaten, aber gehorsam dem Befehl des Armeeoberkommandos, bis zum letzten Mann die Felsenburg Tirol zu halten und hier den Endsieg auszufechten. Zwei Tage später ist der Fernpass ein Acker aus Granattrichtern.
Vor uns die Zugspitze, darunter Leermoos, Ehrwald, Biberwier. Dazwischen ein unruhiges, blockiges Gelände, wieder viele kleine Kegel und bizarr geformte Seen dazwischen gestreut. Blindsee, Weißensee, Mittersee. Auch dies ist ein Trümmerfeld, ein unendlich schönes allerdings, Ergebnis einer der ungeheuerlichsten Naturkatastrophen in unserem Raum. Durch einen riesigen Bergsturz, der wohl ausgelöst wurde durch das Abschmelzen des Gletschereises nach der letzten Eiszeit, ist der Riegel des Fernpasses entstanden. Ein Schuttberg, nichts anderes. Daher so flache Steigungen, daher das unruhige Gelände. Hier hat kein Gletscher mehr darüber poliert. Die moderne Straße kommt rechts vom Pass und dann etwa in der Mitte des Tals herunter, rechts vom Weißensee. Die römische Straße liegt links davon, am linken Talrand, im Schatten, und hat auch die Passhöhe gerade hinauf links genommen, da wo heute die Fernleitung hinaufzieht. Hier muss schon vor den Römern ein uralter Saumpfad verlaufen sein, wie überhaupt die Alpen schon seit der Kupfer- und Bronzezeit von einem ganzen Netz von Trampelpfaden überspannt waren. Als schlagender Beweis, dass der Fernpass schon begangen wurde, Jahrtausende bevor die Römer kamen, wurden 1952 am Weißensee bei Wegearbeiten 5 grob geschmiedete gleichartige Eisenbarren ausgegraben, die ein Händler dort vielleicht bei einem Überfall versteckt oder verloren hatte. Das war einige Meter vom sogenannten Römerweg entfernt. Die Urtrasse aus der Eisenzeit hatten die Römer also nicht verändert. Nun drehen wir über dem Mooskessel von Leermoos nach Ehrwald hinüber, zu Füßen der Zugspitze. Und noch einmal zurück zum Fernpass. Hier ist durch den Felssturz des Fernpasses im Kessel von Leermoos die Loisach zu einem See aufgestaut worden. Heute noch ist in der Mitte ein riesiges Moos. Und durch diese Katastrophe wurde der Fluss nach Norden abgedrängt, nach Garmisch hinaus. Vor dem Bergsturz, so behaupten die Geologen, ist die Loisach nach Süden geflossen, ins Tal von Nassereith hinunter, eben ins oben erwähnte Gurgeltal und von da aus in den Inn. Leermoos war wieder eine Poststation. Bis hierher brachten die Nassereiter die Fuhrwerke über den Fernpass mit ihren Pferden. Dann übernahmen sie die Leermooser und brachten sie hinüber nach Heiterwang. Und die Heiterwanger schafften sie mit ihren Pferden hinaus nach Reutte durch die Klause von Burg Ehrenstein, wo ein paar Soldaten herumlungerten und Karten spielten und die Fuhrknechte gegen einen neuen Witz durchließen. Krieg hat die Burg Ehrenstein selten erlebt. Von den Geschützen hört man, dass sie bei Probeschüssen zersprangen und ansonsten rosteten. Der Warenverkehr ging also etappenweise von Rotstätte zu Rotstätte. Rot heißt Reihenfrachtverkehr, bei uns Rott genannt. Daher heißen diese alten Verkehrswege bei uns auch Rottstraßen. Die Rotleute, sagen wir es tirolerisch, waren Bauern, die sich innungsmäßig zu diesem Nebenerwerb zusammengeschlossen hatten und imstande waren, genügend Pferde und Wagen zu halten. Wie viel, das war in der Rotordnung des jeweiligen Landesherrn genau vorgeschrieben. Niemand reiste damals mit eigenen Pferden, die wären bei der schlechten Straße bald am Ende gewesen,
Und vor den Steigungen und Schluchten des alten Fernpasses hätten Fuhrknecht und Rösser aus dem Flachland sowieso kapituliert. Dafür musste der Kaufmann seine Waren in den sogenannten Niederlagshäusern, Ballenhäusern oder Salzstadeln der Rotstätten einlagern und dafür Stadelgeld zahlen. So dauerte ein Transport von Venedig nach Augsburg damals 5 bis 6 Wochen. Wenn Streit mit den Fuhrleuten entstand, weil sie etwa höhere Löhne verlangten, konnte sich der Transport auch auf 9 Wochen ausdehnen. Daher immer wieder neue Rotordnungen. Die Rotwagen sollen Sommer und Winter bereit sein, die Kaufleute oder ihre Diener sollen den Transport rechtzeitig melden, damit die Fuhrleute sich nicht beschweren können. Die Rotführer sollen unverzüglich erscheinen und aufladen, sollen die Güter nicht vor den Ballhäusern herabwerfen. Wenn ein Schaden verursacht werde, soll er nach altem Herkommen vergütet werden. Und endlich die Hauptsache: Das Niederlagsgeld soll durch eine vertraute Person fleißig eingehoben werden und in eine versperrte Büchse gelegt werden, zu der auch die Obrigkeit auf der Feste Ehrenberg einen Schlüssel haben soll. Jedes Jahr um Weihnachten soll im Beisein des Pflegers zu Ehrenberg und im Beisein zweier Richter die Büchse geöffnet werden. Darauf soll den Richtern die Belohnung gegeben werden, danach soll der Pfleger den Zehnt davon erhalten. Der Überrest wird unter die Rotleute zu gleichen Teilen aufgeteilt. Zölle, Steuern, Mautgebühren und kein Ende. Der Verkehrsteilnehmer wurde damals genauso geschröpft wie heute und protestiert wurde damals genauso wie heute umsonst. Dass es mit der Rot zwischen den Toren, besonders zwischen Nassereit und Reute, etwas unordentlich hergehe. Wir sind am Ende unserer Reise, am zweiten Tor von Zwischentoren, an der Klause von Ehrenberg angelangt, an der gigantischen Straßensperre, die Tirol vor den Bayern schützte. Die Festung zerbröckelt seit 200 Jahren. Draußen in der Lechebene liegt Reute mit mächtigen Häusern und Gasthöfen rund um den Markt. Man sieht noch, wie viel Geld hier einmal hängen blieb. Heute ist es ruhig geworden im Vergleich zu früher. Durchgangsverkehr, Fernlaster, Ausflügler, Skifahrer. Das Ende ist schnell erzählt. In der Bedeutung sank der Fernpass ständig zurück. Venedigs Glanz erlosch, als die Holländer, Spanier und Portugiesen den Handel nach Ost- und Westindien an sich rissen. Augsburgs Reichtum zerging, als die Fugger immer weniger Silber in Tirol fanden. Und der Salzhandel hörte auf, als die vorderösterreichischen Lande an Bayern verloren gingen. Als die Eisenbahn über den Brenner fertig war, verödete der Pass. Das Auto hat die Touristen gebracht und einigen Fernlastverkehr. Jetzt warten sie alle hier auf eine goldene Zukunft mit einer 6-spurigen Autobahn.